Hey Leute, ich bin mir sicher, viele wissen, dass ich ein ziemlich großer Fan der Firma Dyson bin. Doch ihr neuestes Produkt, das hat mich ziemlich enttäuscht. Und hier ist warum. Der Dyson 360 Heurist ist ein schicker kleiner Saugroboter. Ich mag die mattblaue, auffällige Farbe sehr gerne. Überall sind Beschriftungen im Off-White-Style, es gibt rote Akzente und die typisch transparenten Elemente, die das Gesamtbild abrunden. Es bleibt aber nicht immer so makellos, schon in den ersten paar Fahrten sammelt der Roboter einige Kratzer ein. Tut am Anfang noch weh anzusehen, wird dann aber kaum schlimmer, mein 360i sieht nach 3 Jahren vollkommen okay aus. Dyson hat sich für einen verhältnismäßig kleinen Durchmesser, aber eine hohe Bauform entschieden. Dadurch sind Stuhlbeine und schmale Durchgänge kein Problem, bei flachen Sofas wendet sich das Blatt, da kommt er einfach nicht runter. Anstelle von Bürsten am Rand, wie es viele andere Roboter haben, setzt Dyson auf einen sehr breiten Saugschacht, dadurch kann der Heurist auch an Wänden entlang und in Ecken Staub einsammeln. Die Walze ist eine Mischung aus harten Borsten für Teppich und Carbonfasern für glatte Oberflächen. Die Saugleistung ist, wie man das von Dyson gewohnt ist, außerordentlich stark. Er holt vor allem aus Teppichen viel mehr raus als andere Saugroboter und behält dank HEPA-Filter und etlichen Abdichtungen sämtlichen Feinstaub in sich. Günstige Modelle wirbeln ja gern mal mehr Schadstoffe auf, als sie einsaugen. Auf sowas sollte man auf jeden Fall achten. Der Staubbehälter ist recht klein, es passt aber eine Menge rein, weil die Zyklontechnik ein regelrechtes Brikett aus dem Schmutz presst. Leise ist der Heurist dabei aber nicht gerade. Selbst auf niedrigster Stufe übertönt er jeden anderen Saugroboter, den ich kenne. Man will nicht im selben Raum sein, wenn er sein Ding macht. Teil des Geräuschpegels entsteht auf jeden Fall durch den Kettenantrieb. Die gute Seite daran, er überwindet relativ hohe Vorsprünge und kann sich auch auf Fußmatten sicher fortbewegen. Und naja, in der Theorie ist man ja nicht da, wenn der Roboter läuft. In der Praxis eine andere Geschichte, vor allem jetzt mit Homeoffice. Der Begriff Heurist bedeutet im übertragenen Sinne lernfähig. Und wenn es eins gibt, was Saugrobotern fehlt, dann ist es Lernfähigkeit und Intelligenz. Also jedes kleinste bisschen ist gern gesehen. Und der Dyson hat 10 GB Speicher, was 20 mal mehr ist als im Vorgänger, 32 mal mehr Arbeitsspeicher und einen Quad-Core-Prozessor. Als 360-Grad-Auge dient eine spezielle Kamera oben und Infrarotsensoren vorne. Viele Konkurrenten setzen inzwischen auf LiDAR, weil es Umgebungslicht unempfindlich und präziser ist als eine Kamera. Dyson versucht das Ganze mit einem LED-Licht zu kompensieren, im Dunkeln ist Saugen dann aber praktisch unmöglich, es hilft also nur in düsteren Ecken und unter Möbeln. Die echten Probleme beginnen aber bei der Navigation. Es ist so schlimm, dass sogar der Vorgänger schneller und verlässlicher meine Wohnung gereinigt hat. Kein Spaß. Ich verstehe nicht genau, wo das Problem liegt. Die Ladestation ist auffällig platziert, mitten in der Wohnung und der Grundriss simpel. Es gibt keine Kabel, die rumliegen, keine großen Teppiche, die Möbel bewegen sich nicht. Von einer Intelligenz- und Kartenerstellung sieht man also nur Ansätze. Nach einer Stunde ist der Akku dann auch schon leer und muss 1,5 Stunden geladen werden. Somit dauert es rund 4,5 Stunden, um meine 70 Quadratmeter zu reinigen. Heurist, also lernfähig, bedeutet aber natürlich, dass der Roboter von Tag zu Tag besser werden soll und ich konnte dieses Verhalten beobachten. Es ist auch der Grund, warum mein Video erst zu spät kommt. Ich wollte dem Ganzen eine faire Chance geben. Mein Bart schafft er jetzt in 9 anstelle von anfänglich 15 Minuten und fährt zielstrebig darauf zu, nachdem er sich einen Moment lokalisiert hat. Man kann auch Zonen festlegen, in welchen er nicht klettern, walzen oder saugen soll. Finde ich echt super und allgemein, die App ist klasse. Die Kartenerstellung ist dabei nicht live, sobald er aber fertig ist, bekommt man eine Meldung mit der Aussage, wo er überall war. Wenn er denn überall war, weil er sich gerne festfährt. Allerdings nicht in einem Kabel oder so, sondern mitten im Raum, ohne erkenntlichen Grund. Oder er macht einen Eiertanz zur Ladestation, um diese dann nicht zu erkennen und weiter herumzuirren. Dann muss man ihn manuell drauf platzieren. Das passiert mindestens einmal pro Woche. Und ich habe leider scheinbar kein Montagsgerät erwischt, weil 4 der Leute, die ich kenne, die auch einen Dyson Heurist haben, genau über dieselben Probleme berichten. Und es kamen ein paar Updates, ja, aber die haben nicht wirklich was Großes geändert. Sollte das noch passieren, werde ich natürlich darüber berichten, also folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram. Als Fazit kann ich nur sagen, wer den Vorgänger hat, der sollte den einfach behalten und nicht upgraden, weil die Raumerkennung allein zwar nett gewesen wäre, aber die eben nicht so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Und allgemein sind 1000 Euro einfach verdammt viel für einen Saugroboter, der zwar super saugt, am besten saugt, aber halt
kein sonderlich guter Roboter ist. Und dementsprechend kann man auch gleich einen Dyson V11 kaufen. Der ist günstiger und im Endeffekt hat man damit schneller die ganze Wohnung gesaugt, ohne sich zu ärgern. Das war's von diesem Video. Heute leider mal nicht so sonderlich positiv, aber ich hoffe, ihr macht's trotzdem gut. Bis bald. Ciao.